Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Wir erleben derzeit zum Beispiel in Großbritannien, aber genauso auch innerhalb der EU in Portugal, wie schnell Infektionszahlen und damit auch Hospitalisierung und so weiter aufgrund neuer Varianten steigen können. Und das zeigt uns die Delta-Variante eben. Deswegen hierzulande raten wir dringend von Reisen in Virusvariantengebiete ab. Es gibt die entsprechenden Regelungen. Schon politische Konsequenzen oder auch sicherheitspolitische Konsequenzen, die man daraus... Die Bundesregierung wirbt in Europa dafür, dass wir tatsächlich ein einheitliches Vorgehen in dieser so wichtigen Frage für uns alle haben. Da, wo es noch nicht einheitlich ist, da werden wir weiter dafür werben. Eingestellt, aber alle Kolleginnen und Kollegen sind natürlich weiterhin in der Lage... Personen, die aus Großbritannien einreisen, müssen 14 Tage in Quarantäne, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Das muss man einfach wissen. Wir raten deswegen ja auch von Reisen in Virusvariantengebiete ab. Und im Übrigen ist es so, dass auch die britischen Regelungen so sind, dass mit ganz wenigen Ausnahmen die Einreise aus Deutschland nicht ohne Quarantäne möglich ist. Herr Rath.